Zwei weitere Tage später nach eurer Begegnung mit den Tokamujak erreicht ihr einen Teil des Meeres, der mal wieder ungewöhnlich aussieht. Und Ratralsanin lässt die Segel aus dem Wind nehmen, alles wird klar gemacht und ihr treibt dann mitten auf der offenen Wasseroberfläche neben dem ein oder anderen großen Ölfleck. Die Magier werden allesamt an Deck geholt und Sanin gibt ihnen dementsprechend Befehle, die Zauber zu wirken, sodass die Magier erkennen, hier wird ein Widerwille gewirkt. Ein Widerwille-Ungemach auf das Schiff. Alle Magier sind gerade damit beschäftigt, das Schiff zu tarnen. Was wollt ihr tun? Mit verschränkten Armen, missliebigen Blicken im Hintergrund stehen. Und ab und zu irgendjemand, der neben mir steht, vermutlich würde ihn anstupsen und fragen, was machen die da eigentlich? Von den Gesten her würde ich sagen, sie verbergen uns. Aber ich weiß nicht, wovor. Habt ihr diese Ölflecken im Wasser gesehen? Ja. Deuten diese Flecken auf Old Shoes hin? Magie-Guna-Probe. Hier auf Seefahrt ableiten? Nee. War doch schon oft genug hier. Nein. Dann hast du zum Glück Magie-Kunde gesteigert. Magie-Kunde ist das lameste aller Talente. Jo, keine Ahnung. Zulamin hat ihre Dämonologie im Oronischen Reich gelernt, zumindest an den Auswirkungen, den Nachwirkungen von dem Oronischen Reich und dementsprechend keine Ahnung, wenn das nicht irgendwie pferdisch ist. Mit einem Punkt kommen Zulamin wir nie hat weit, eigentlich ne? ihre Dämonologie an der Alachami gelernt, aber auch das ist sehr weit vom Meer und Oder so. Uchuchu nie gehört. Ja. Ja, wie sieht es mit Abelmir und Iserun aus? Ja, okay, wenn ich werfen soll, darf. Ja, wenn du willst, kannst auch nicht hingucken. Wenn es Dämonologie ist oder so, kannst du gern noch irgendwie was drauf tun. Ja. Abelmir weiß es, weil er seine Magusarbeit darüber geschrieben hat und Iserun ist es auch ein Begriff, weil sie die Arbeit vielleicht quer gelesen hat. Wurzelzeichen. Nun, wie es ausschaut, sind das Wurzelzeichen, wie sie Dämonenarchen hinterlassen. Etwas ist hier gewesen oder immer noch hier. Nicht allzu lange her. Kannst du sie nicht lesen und dann sagen, was, welche Arche hier war? Oder musst du dafür runter? Ich würde mich diesen Zeichen ungern weiter nähern. Wir sollten fern davon bleiben. Deswegen frage ich, ob du sie von hier aus sehen kannst. Sind sie wie Fußspuren? Sie sind wie, ja, eine Fußspur ist eine gute Analogie, glaube ich. Die sind ein Zeichen, ein Abdruck der siebten Sphäre, die genau zu diesem Wesen passt. Ihr müsst wissen, eine Arche ist ein. Ich würde es nicht Daimonit nennen, sondern ein Zwitterwesen. Die ältesten Archen sind Mischwesen, reine Dämonen. Jede weitere Generation wird immer derischer. Und Gefährlicher. diese Wurzelzeichen sind also eine Art Nachhall dessen. Ein Nachhall oder eine Ankündigung, je nachdem. Und die Sache ist ja auch die, dass die See immer in Bewegung ist. Das heißt, es ist nicht so statisch wie an Land und eine Spur kann auch durch die Strömungen um mehrere Meilen versetzt werden oder sogar hunderte von Meilen. Und dann hoffen wir, dass wir nicht auf die Arche stoßen, die sie hinterlassen hat. Aber Ich es nehme werden auf jeden an. Fall Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und dafür scheint diese allgemeine Zauberei hier da zu sein. Trismagin hat derweil ihren großen Kantus beendet und tritt dann wohl auch neben euch. So, wir sind getarnt. Sie werden uns nicht entdecken. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie alt die Zeichen sind, aber man kann bei der Goldmorgen-Tarantel nie wissen. Immerhin läuft sie immer von Ah. unten an.
Dieses Scheißteil. Ja, ein persönlicher Rachefeldzug gegen uns. Mit der haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Ach, was glaubt ihr, wie oft sie uns schon angegriffen hat? Das ist vor allem auch der Grund, warum wir uns nicht auf lange Interkämpfe eingestellt haben. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. War das nicht die, die vielleicht in der lebendigen Werft? Ja, genau. Wenn ihr sagt, ist das etwas Persönliches? Wer ist der Kapitän dieser Arche? Kapitänin. Mhm. Eine ziemlich aufgedunsene Frau, die den Niederhöllen schon ziemlich nahe steht. Wir wissen nicht viel über sie, aber ja, sie hat tatsächlich so etwas wie einen Rachefeldzug gegen uns geplant. Habt ihr der Arche bereits bleibenden Schaden zugefügt? Bleibender Schaden? Nein, so etwas wie einen bleibenden Schaden gibt es bei den Viechern nicht. Aber der Versuch hat genügt, um ihren Groll zu wecken. Ja, definitiv. Jimena ist sehr nachtragend. Und der Bordmagus von ihnen lernt wohl auch dazu. Was wisst ihr über diesen Bordmagus? Panfilo, ich glaube, er kommt aus Brabak. Spindeldürre Kreatur, ähnelt wahrscheinlich einer Spinne sehr. Ich glaube, er leidet an der Effert-Sieche, hat also den Zorn von Effert auf sich gezogen. Müsste irgendwas aus dem entfernten Verwandtenhaus von dem Brabaker Königshaus sein. Und Jimena Ulgal ist, war mal eine Piratin und sie hat dann den ehemaligen Kapitän wohl erdolcht. Genaueres wissen wir nicht, zumindest hat sie eine Meuterei gestartet und den Kapitän umgebracht. Jetzt ist sie Kapitänin. Ja, das scheint im Allgemeinen die Art zu sein, wie man Kapitän einer Dämonenarche wird. Ja, davon könnt ihr ja ein Lied singen, oder? So sieht's aus. Sie hat sich definitiv auf uns und auch die Solman an der Sori versteift. Wenn sie nicht uns jagt, dann... Naja, die Solman. Ja, aber die hat ja... Also mit dem ganzen Djinns doch eine veritable Möglichkeit, so einem pervertierten Schiff ein Schnippchen zu schlagen. Tja, wenn ihr seht, wie die Goldmorgen-Tarantel jagt, da bleibt nicht mehr viel übrig, was da noch zurückjagen kann. Stellt das euch vor wie riesige, tiefrote Mandibeln, die von der Unterseite aus das Schiff zerquetschen, das Holz zerdrücken. Da muss man schon erfinderisch werden. Wir haben einige Zeit gebraucht. Zunächst haben wir das Schiff in die Luft gehoben, wir haben es mit Illusionen versucht, weil, naja, Dämonen kann man mit Illusionen nicht täuschen, aber sehr wohl den Steuermann oder die Steuerfrau. Und jetzt haben wir es eben mit dem Widerwillen versucht. Auf Dauer wäre ansonsten einen in die Luft heben zu teuer. Und dieser Cantus funktioniert? Bisher schon. Wir wissen nicht, wie lange. Sie haben wohl einen zweiten Bordmagus angestellt. Mal sehen, wie lange das dauert, bis der uns entdeckt. Also ist sie hier? Bitte? Ja, die Tarantel. Oder nehmt ihr nur an, dass sie vielleicht hier sein könnte? Sie ist hier. Könnt ihr die Farbe auf dem Ölfleck erkennen und das Salz? Das ist so etwas wie eine Unterschrift. Man kann es vergleichen mit Fußspuren an Land, auf dem Sand oder so. Aha. Ich könnte euch jetzt eine ganze Menge dazu ausführen. Jede von diesen Archen hat verschiedene Wurzelzeichen, die sie hinterlassen. So viel haben wir mittlerweile gelernt. Aber ich bin der Meinung, dass Abel mir euch da mehr zu erkennen erzählen könnte, denn immerhin war er an Bord der Gezeitenspinne. Ja, richtig, aber wir sollten uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, zu dieser Insel zu kommen, unbeschädigt und schnell, ungesehen. Ja, deswegen sind wir hier. Wir warten auf die Nacht. Wir sind noch 2 Stunden von Rudert entfernt. Allerdings wollen wir darauf warten, dass es Nacht ist, denn wenn wir tagsüber die Insel erreichen, dann wird es nicht lange dauern, bis wir entdeckt werden. Immerhin gibt es dort oben ein Heiligtum, ein Unheiligtum. Ihr erinnert euch, ihr wart immerhin dort. Ja, ich kann mich gut erinnern. Ich träume nachts davon. Tja. Gnädigerweise ist Frühlingsstrand von dort aus aber nicht mehr fern. Ja, darum geht es ja. Dort wollen wir ja hin. Ich weiß zwar nicht, wo ihr euren,
besonderen Gast, den blinden Passagier, aufbewahrt, aber ihr solltet ihn dann spätestens in der Nacht nach draußen holen und dann vielleicht getarnt oder so etwas von den Blicken der anderen nach draußen lassen. Wir werden dann ein Beiboot bereit machen. So, der Plan. So könnt ihr die Zeit warten, bis die Dämmerung anbricht und die Sonne langsam nach und nach untergeht. Wollt ihr etwas tun in der Zeit? So konnten wir regenerieren die letzten zwei Male. Ja, selbstverständlich. So könnt ihr euch in der Dunkelheit anpirschen. Von Nordosten kommen dann die Inselherren. Die Segel sind eingeholt und nur mit einigen Ruderschlägen könnt ihr die Triremen entlang der Strömung bei auflaufendem Wasser in die Richtung der Sandbank navigieren. Sanin selbst steht natürlich an Bord und navigiert das Ganze. Die Matrosen sind mit dem Lot dabei, die Wassertiefe zu messen. Und vor allem wisst ihr auch um den Strudel, der das Ganze dann umso komplizierter macht. Alles um euch herum ist still. Von Zeit zu Zeit hört man einen Matrosen über die Planken laufen und Befehle übermitteln. Niemand wagt es lauter als zu brüllen, denn das Wasser trägt die Geräusche weit. Die Offiziere stehen mit wachem Sinn an Deck und achten auf jede Kleinigkeit, die an der Dunkelheit zu sehen ist. Kapitän Sanin läuft vom Achterdeck von links nach rechts und prüft die verschiedenen Wegmarken. Im Süden türmt sich dann als schwarzer Berg aus der Wasseroberfläche aufragend die Insel Rulat auf. Noch in der Nacht ist sie gut zu sehen. An ihrer westlichen Seite leuchtet ein helles Licht, ein Leuchtfeuer, das den Schiffen den Weg zum Hafenport Rulat weist. Auch euch dient es als Anhaltspunkt zur Navigation. Längst ist wohl Mitternacht vorbei, meint ihr. Ein Blick nach Osten verrät euch, dass die helle Praioscheibe bald ihren alltäglichen Lauf über der aventurischen Himmel beginnen wird. Leichtes Grau umspielt den flachen Horizont der See. Und es gibt einen leichten Nebel, der nach und nach aufzieht, der euch nicht ganz zu passen scheint. Ein unterdrücktes Fluchen vom Bug, die Aufmerksamkeit zieht nach vorne. Ja, der Nebel, der das Navigieren dann doch umso schwerer macht. Es dauert nicht lange, bis die Schwaden Rulat und die kleinen Sandbänke davor eingehüllt haben und die Küste nicht mehr zu sehen ist. Sanin befiehlt sofort, den Anker zu werfen und verharrt dann. Mit den Armen gestützt auf die Reling am Achterdeck, den sorgenvollen Blick in den grauen Schleier gerichtet. Das war so nicht geplant. Flamin hat die Augen geschlossen und lauscht in die Dunkelheit und versucht, eine Veränderung im Klang der Wellen festzustellen. Ob sie vielleicht schon den Strudel hört oder was anderes. Es gibt einen Sog, den du nicht nur hören kannst, sondern auch spüren in deiner Magengrube. Als ob ein unheiliges, chaotisches Ziehen deine Seele sich bemächtigen will und in einen ewigen Abgrund ziehen mag. Sulamin sagt leise, wir sind ganz nah, oder? Wem auch immer da gerade in der Nähe steht. Schwierig. Ich war noch nie hier. Ich auch nicht, aber man kann es spüren. Vielleicht könnt ihr es auch spüren, wenn ihr es versucht. Ihr seid immerhin auch ein Geweihter. Und sie hebt so ein bisschen die Hände und richtet ihre Finger in Richtung dieses Soges aus, den sie spürt. So, ich probier's mal. Konzentriert euch nicht so sehr drauf. Es könnte sein, dass ihr das Verlangen bekommt, hineinzuspringen. Ja, also, vielleicht ist aber auch nie sowas, ist auch nicht mein Talent, also. Vielleicht bin kein guter Mystiker. Vielleicht hat Jalan recht und es ist eher eine Gnade, es nicht zu fühlen. Was denkt ihr, passiert jetzt? Wir haben Anker geworfen. Vermutlich damit wir nicht hineingeraten. Aber ja, ihr könnt erkennen, wie Zelubin ibn Tuachal auf euch zuschreitet, mit seinem Gewand die Arme verschränkt und dann auf Abelmir zu tun.
Effendi, könnt ihr uns eventuell helfen? Wir sind uns nicht ganz sicher, ob ihr den Kantus beherrscht, aber eine Wettermeisterschaft würde uns unglaublich viel helfen. Wir sind natürlich selbst bewandert, aber bevor wir damit anfangen und es beginnen, würden wir selbstverständlich euch vorziehen. Oder eure Kollege oder euren georischen Freund hier. Immerhin müssen wir unsere Kräfte schonen. Ich bin bewandert. Nicht allzu gut, aber ich kenne diesen Kantus. Ja, reversales Nebelwand wäre ebenso möglich. Eine Anrufung Neonaes, die Anrufung der Winde, aber das ist etwas für Geweihte. Nun, ich will euch natürlich helfen, wenn das geht. Kann jemand von den anderen Bordmagier an diesen Kantus? Ihr könntet natürlich auch einen Ayunor rufen, aber Dämonen mit einem Invocatio Major, ich glaube... Wir sollten das lassen. Das ist keine gute Idee hier, in dieser Nähe. Nun, dann... Ein elementarer Diener oder ein Djinnenruf, das wäre auch etwas gefährlich. Wir wollen niemand keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Nun, Boldaxer, bist du ja. Hier. Wir wurden gefragt, ob wir helfen können, diese Nebelwand zu vertreiben. Immerhin seid ihr Heldin. Nun... Ja, das sind wir. Das ist richtig. Also, Abelmir, mach doch das, was ihr Warum schon. Nun gut, ich werde es versuchen. Ach, ihr schafft das. Ich habe das vollstes Vertrauen in euch. Die magischen Strömungen hier in der Gegend sind nicht gut. Na, das ist richtig. Aber das liegt an den sowohl chaotischen als auch kamalen Strudeln, die es hier gibt. Sie löschen sich gegenseitig aus und vor allem die magischen Strömungen werden blockiert. Nun gut, ich werde etwas versuchen. Ja, ich würde mich dann auf dem Oberdeck wahrscheinlich hinsetzen, mitten da auf dem Oberdeck und die Augen schließen und mich auf den Zauber innerlich vorbereiten. Wettermeisterschaft. Ja, ich stelle mich dann wieder auf die Füße. So gut, Margot. Und deute auf diesen Nebel, der sich wahrscheinlich bei einer bestimmten Entfernung von diesem Boot befindet, von diesem Schiff. Und würde ihn wirken, würde mir Zeit lassen dabei. Ja, ich würde... Wurde den Wind, wie ist der Wind? Leicht? Wind ist aktuell gar nicht, wenn es Nebel ist. Also windstill. Dann würde ich zu einem upgraden, sozusagen, zu einer frischen Brise, die hoffentlich diesen Nebel vertreibt. Wie ist das mit der Reichweite des Zaubers? Wahrscheinlich nicht so groß, ne? Die Reichweite ist ZFW mal 50 Schritt vom Zaubernden. Also in dem Fall ZFW, also 150 Schritt. Ja. Dann kannst du im Bereich von 150 Schritt einen kurzen Nebel verschwinden lassen, einfach indem du die Winde anhebst und sie zusammenballst, sodass sie sich dann im Bereich abregnen und ihr hier zumindest besser sehen können. Sani nickt und er hat die klare Sicht, die er braucht. Ja, die Wirkungsdauer von diesem Wind hält etwa jetzt drei Spielrunden an, also eine Viertelstunde etwa. Und ja, das ist genau das, was er braucht. Ah, ihr solltet euch jetzt beeilen. Ja, so könnt ihr relativ nah an die Insel heranfahren. Ihr könnt den Strand erkennen, aber näher wird er auch nicht kommen, denn die 150 Schritt, die wird er wohl noch brauchen, um dann ein Beiboot runterzulassen. Er wird natürlich nicht an die Sandbank heranfahren, sondern dann hier Beiboote zu Wasser lassen und in relativer Entfernung zu dem Strudel auch ankern. Das Ganze geschieht natürlich alles so leise wie möglich und so könnt ihr, wenn ihr mögt, die Beiboote betreten. Zwei Stück, die runtergelassen werden. Bitte, Abelmir. Ich hatte vollstes Vertrauen in euch und ihr habt mein Vertrauen nicht enttäuscht. Ah.
Ja, ich hoffe, es klappt immer so gut. Das ist ein schwieriger Zauber. Nun, wir sollten uns beeilen. Resovic steigt gerade nach unten ins eins der Beiboote. Dann holt mal euren Freund. Wir sollten uns beeilen, denn ich habe zwar eine gute Orientierung, aber in diesem Nebel kann man nie wissen, ob man hier zurückfindet. Geht da nicht so gut. Ich würde den kleinen Jungen mal holen. Ja, du kannst ihn mit dem vertrauten Globule von Lido Korg wieder antreffen und ihn nach oben holen, wo er sich dann eine große Decke über den Kopf zieht und dann unauffällig in Richtung der Beiboote stiefelt. Die anderen Matrosen schauen interessiert. Niemand wusste bisher, dass er an Bord ist. Und was auch immer das Ziel jetzt ist, Frühlingsstrand ist ja nie etwas Schlechtes. Aber ihr könnt jetzt auf dem zweiten Beiboot von Resovic auch noch andere Matrosen erkennen, die da wohl jetzt mitkommen und wohl Fässer dabei haben. Leere Fässer. Dann lass uns übersetzen. Ja, Resovic hat derweil sein zweites Boot, nachdem es dann beladen ist, auch schon mit den Matrosen dann in die Richtung von Frühlingsstrand gelenkt und fährt dann auch schon los, beziehungsweise rudert los. Ihr seid dann in eurem Boot als Helden gemeinsam mit dem Bereine Geweihten alleine. Ja, dann rudern wir los. Nun, freut ihr euch schon darauf, das Heiligtum eurer Göttin zu sehen? Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe gehört, es gibt dort einen großen Apfelbaum. Den gibt es. Und er ist auch sehr freundlich. Den größten Teil der Zeit. Und wie lange denkt ihr, dass ihr hier verbringen wollt? Müssen wir euch irgendwann wiederholen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf eine Gesichte von der Göttin. Und wenn ich die bekomme, dann weiß ich, was ich als nächstes tun muss. Das andere Boot hat Fässer geladen. Bestimmt gibt es klares Trinkwasser auf der Insel. Noch viel besser, auf der Insel gibt es frisches Obst. Deswegen also. Naja, wenn die Insel schon Frühlingsstrand heißt, dann kann man etwas erwarten. Wie? Ja, dann jetzt weniger quatschen, mehr rudern. Ja, gebt doch mal bitte zwei Boote fahren, Proben. Wie Alan weiß, hat die Insel selbst eine sichelförmige Form und erstreckt sich dann eben über 50 Hektar, beziehungsweise 50 Acker. Auf jeden nicht so kräftig, wir drehen uns schon wieder. Ja, wenn du mal ein bisschen reinhauen würdest, würden wir auch vorwärts kommen. Auf jeden klatscht ordentlich mit den Rudern ins Wasser, sodass es laute Geräusche gibt, die euch einen bösen Blick von Resovic einbringen. Nach einiger Zeit landet ihr in dem Sand an und könnt erkennen, wie sich hier an den Dünen, die drei Schritte tatsächlich sich hochgetürmt haben, einiges Dünengras wächst, einige Blumen, die hier gewachsen sind, einige Sträucher, die sich über die ganze Insel erstrecken und eigentlich auf der gesamten Insel sichtbar ein großer Apfelbaum, der hier durch Bereines Wunder macht, gewachsen ist. Als die ehemalige Dämonenarche sich dann durch ein Wunder der Herren Bereine verwandelt hat. Rund um die Insel selber hat sich das Wasser auch verfärbt und es ist blauer, es ist farblich reiner als sonst überall anders in der blutigen See. Was man selbst dann hier auch in der Nacht und auch bei Nebel erkennen kann. Und wenn ihr dann anlandet, fühlt ihr euch einfach erholt. Alles um euch herum ist rein und nicht dämonisch verseucht. Beim Betreten, ihr merkt diesen frühlingshaften Duft von Gras, von Blumen und von Apfelblüten, den ihr schmecken könnt tatsächlich. Und jetzt im Ingrim, der Baum blüht und gleichzeitig trägt er auch schon Früchte. Andere Äste sind kahl wie im Winter und andere sind wie im Herbst verfärbt. Alle Jahreszeiten scheinen wohl gleichzeitig zu existieren. Ja, das ist das Erhabene. Und Zulamin zieht sich die Stiefel aus Respekt vor der Insel und geht dann barfuß über den Sandstrand. Ich bin aufgeregt.
Das ist total interessant. Ich bin zwar meiner Herrin schon immer sehr nahe, aber das ist ein direktes Wunder und das gibt es einfach nicht so oft. Man wartet, bis ihr die Steuerfrau kennenlernt. Ja, ich behalte mal die Umgebung so sorgsam im Auge. Ja, wenn du dich umher schaust, kannst du in der Umgebung vom Strand erkennen, wie es wohl Überreste von der Gezeitenspinne gibt. Einige Waffen, Tauwerk, zerdrückte Fässer und alles, was nicht dämonisch verdorben war. Etliche Tonscherben, wohl ehemalige Gläser und Teller von euch. Ich würde mir in diesen Trümmern mal nähern und mal gucken, ob es irgendwas Brauchbares gibt. Brauchbar nicht. Du siehst noch einige Scherben von Bruchstücken, von ja, Brandgeschosse, irgendwelches Mengbiller Brandöl, was ihr geladen hattet. Oh, hier ist die Stiefelschnalle hin. Es gibt noch einige menschliche Knochen, die von Wurzeln überwachsen sind. Sicherlich schon einige Jahre alt. Ja, ist doch ganz schön hier. Ja, schon. Bin ich. Man merkt, dass die Elemente hier durchaus im Einklang sind. Also zumindest die vorhanden sind. Hauptsächlich der Humus. Ich hatte fast schon vergessen, wie Luft eigentlich riechen sollte am Meer. Das aber ist ein ganz besonderer Ort. Ja, wirklich. Währenddessen haben sich die Matrosen und auch Resovik vor den Baum niedergelassen, knien davor und beten zu Effort, zu Bereine, haben eine kleine eigene Zeremonie angestimmt und danken dann eben der Herren, bevor sie sich an den Äpfeln und den Früchten dort bedienen.